Dann hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4. Uncharted Bier. Ja, schauen wir mal, was soll ich hier tun? Die Gründer. Die Gründer von was? Der schlimmstmöglichen Schnitzeljagd. Hier sind die Siegel von Avery und Two. Die sind aber etwas anders. Ja, wir haben diese Sternmuster. Die drehen sich. Aber in welche Richtung sollen sie zeigen? Wow. Okay. Sollen wir nachsehen? Ja, warte kurz. Mehr Piratensymbole. Adam Baldridge, Anne Bonny und Christopher Condent. Es gibt zu viele Kombinationen. Schauen wir doch mal, wo diese Tür hinführt. Ich hoffe noch auf ein paar Schätze. Da sind wir schon zwei. Hey, ich hatte recht. Baldridge, Bonny und Condent. Sehr schön. Aber was machen die überhaupt hier? Tja, finden wir es raus. Schauen wir mal. Wow, dieser Schnauzer. Beinahe so beeindruckend wie deiner. Ja, nicht schlecht. Ach ja, Condent nannte man Einhand-Bill. Die andere war wohl angefertigt. Na, nada. Dachwitz. Bonny war ein Rotschopf. Ja. Na, nada. Hey, nada. Nate, sieh mal. Was? Noch ein Sternmuster. Rechts unten. Wie die auf den anderen Siegeln von Avery und Two im anderen Raum. Hey, du hast recht. Hier ist noch so ein Sternmuster. Ja, aber das hier ist anders als das erste. Oh ja, gut aufgepasst. Danke. Gutes Aussehen ist nicht alles. Was denkst du? Die Siegel von Avery und Two. Die Sterne passten zueinander, weißt du noch? Ich wette, das tun die auch. Der 2, dann muss ich den wohl drehen. Ah, jetzt liegt doch richtig drauf, Nate. Das macht nicht so einen Schmutz hier. Sauber halten. Oh, kein Problem. So, den links auf Kopf, den auf Kopf und den rechts auf Kopf. Ich mag Uncharted 4. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube schon. Ne? Und der ist schon auf Kopf, den links auf Kopf. Weißt du nicht, oder? Es gab damals einen Haufen Piraten, weißt du? Wir stecken fest. Nein, gar nicht. Gib mal dein Handy. Was, willst du einen Freund anrufen? Fast. Telefonjoker. Ich texte Sam. So. Das sind eigentlich ein paar schöne Gemälde. Wenn wir keinen Schatz finden, könnten wir sie an ein Museum verkaufen.
finden wir die Sternenmuster. Okay, ich meine ja nur. Hat nicht ganz unrecht, ne? Da sind schon ein paar. Und Pupa. Uiuiui. Ui, ne? Ja. Ja. So, finden wir erstmal heraus, wer die Typen sind hier. William Mays, Richard Wand und Joseph Farrell Field. Müssen wir mal wieder richtig hinhängen, aber bevor wir das tun... William Mays. Amerikaner? Ja, aus Rhode Island. Wie Thomas Too. Wo ist los, Pupa? Hm? Geh doch zu Mary Sae. Geh zu Mary Sae. Willst du mir, ja? So, jetzt habe ich einen Kater hinter mir. So muss das sein in einer Aufnahme. Hey, Sally, hilf mir mal. Na klar. Danke. Hängt es gerade? Wen interessiert das? Mich zum Beispiel. Kleiner Pups. Sieh dir Farrells Gesicht an. Er wäre wohl lieber irgendwo anders. Na. Okay, ja. Ah. Irgendwie da oben hat er was? Na da. Da oben ist was. Mm-mm, sagt Nate. Hey, Richard Wand. Puh, er und Baldridge haben wohl um die beste Perücke gewetteifert. Wahrscheinlich. Aber jetzt werde ich mal kurz pausieren müssen und den Kater streichen. Gleich wieder da. Davon abgesehen, dass die Hotkeys nie funktionieren. So. Ich habe den Kater kurz gestreichelt. Wenn er jetzt weggeht, wenn ich ihn nicht mehr streichelt, dann ist das so. Hm. Ach, da. Das hätten wir. Telefon, ja, hallo. Hey, bist du noch im Turm? Ja, gerade wieder runtergeklettert. Was ist das für ein Bild? Sag ich dir später. Sag mir erstmal, wer ist. Also, die Delfine sind Richard Wand. Der Dreizack ist Joseph Farrell. Und die beiden Hände mit Perle sind William Mays. Gut, bleib an einem Ort mit Empfang. Wir brauchen dich bestimmt noch. Warte, Nathan. Hast du den Schatz? Nein, noch nicht. Aber ich arbeite an einem Mechanismus. Ich sag Bescheid. Jetzt macht Nate schon mal gute Fortschritte hier. Wand, Farrell, Mace. Mace haben wir schon mal was. Farrell und Wand haben wir noch nichts. Bücher, Globus, dieser Wand wirkt wie ein Gelehrter. Da. Aha. Wahrscheinlich haben es einige von euch direkt gesehen, aber ich bin gerade wieder blind ein bisschen gefühlt. Immer noch auf da tappen, aber... Bei ihm ist das wahrscheinlich irgendwo im Bild. Rumprobieren. Können wir das dritte nicht einfach probieren? Bei random. Einfach random probieren.
Geht das nicht? Nein, nicht blättern. Gut, random ist wahrscheinlich recht schwierig. Brauchen definitiv Pharrell. Da gibt es zu viele Kombinationspunkte. So, Joseph Pharrell, Brudi. Das ist da irgendwo ein Symbol, das ich nicht finde. Das ist nicht nett. Ein Randabsuch. Sehe ich nix. Mittig und nicht er, sehe ich nix. Nada. 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 Dann bin ich bescheuert, ich finde auf dem Bild echt nichts. Also es wären hier nur Teile von oben und rechts alles voll oder so. So, die Mary hat für 2 Sekunden auf das Bild geguckt und hat gesagt, da ist es. So. Ich hab's nicht gesehen. Ich habe den Rand abgesucht, ich habe alles abgesucht, ich hab's nicht gesehen. Verrückt. Wir haben gerade über Ori and the Blind Forest gesprochen. Das ist. Ich hatte U-Sync an, ja? Und das Spiel ist ja so farbenfroh. Das Spiel sieht so gut aus. Unverschämt. Unverschämt gut sieht das Spiel aus. Passt schon. Müssen wir den nur einmal. Upp. Nein, passt nicht. Ja, wahrscheinlich eher so. Sieht gut aus. Oder auch nicht. Sieht doch nicht so gut aus. Was passt doch so gut? Bischies? Okay, dann müssen wir erstmal gucken, wie es hier irgendwie passt. Das könnte vielleicht passen, wenn man den so dreht. Ganz gut, ne? Das sieht gut aus, okay. Der Weiße nach rechts gucken, zack nach links. Diese Bolle unten. Ich bin wirklich geschockt, dass du das nicht weißt. Oh, ich weiß es. Ich will sicher gehen, dass Sam es weiß, weißt du? Er will gerne gebraucht werden, deshalb. Aha, natürlich. Wenn klar, hätte Nate kennen müssen. Den guten Echt? Alten. Was ist hier passiert? Da ist wohl eine Fackel runtergefallen. Komm, mal sehen, was übrig ist. So, mal schauen, ob ich. Kräftiger kleiner Kerl. Edward England. Mal gucken, ob ich es ohne die Hilfe von Mary finde. Ja. Nummer 1. Einen habe ich schon mal. Telefon. Oh, Sam hat geantwortet. Left to right. Edward siehst England, du? Tariq also bin Malik. Yazid al-Basra. I've never seen a monkey sigil before.
Okay. Ja. Yazid al-Basra. Wirkt indisch. Fast. Mogul. Halt, haben die Mogule nicht Avery ausgeraubt? Ganoven-Ehre. Ja, ob es das wirklich gibt. Oh oh. Bin ich schon wieder ein bisschen blinder. Mary? Noch mehr Vierecke? Mary sitzt auch noch nicht. Auch da. Ja, ich wusste es. Zwei. Ja. Kein Name. Seine Aufmachung wirkt maurisch. Die Mary hat das natürlich instant gesehen. Aber wer bist du? Was fehlt noch? Sully, darf ich? Ich erkenne den Kerl nicht. Er wirkt viel jünger als die anderen Piraten. Du siehst es? Hey, warte kurz. Lass mich einen Moment da. Und vier. Ah, die Mary sieht sogar Schnee. Mary hat's drauf. Hashtag Mary loben. Mary shoppt gerade auf Ikea. So, hab ich gepetzt. Okay, ich habe die Namen von zwei von ihnen. Wir sollten das trotzdem lösen können. Warum hat er Malik hier nicht drin? Er weiß doch, wer Malik ist. Oder nicht? Wir gucken erstmal. Sieht doch gut aus, oder? Na, guck an. Lösen werden wir das. Hab ich schon mal gesagt, dass ich Uncharted 4 mag. Und echt auf die Liste der Spiele, die ich mag. Also so richtig. Richtig mögen und so. Bug auf Kopf. Nach rechts, dann nach links. Monkey nach unten. Was haben wir hier? Ich weiß noch nicht genau. Na, dann schick's doch an Sam. Wirklich? Hey, aber er ist doch der Piratenexperte. Ich meine ja nur. Man sollte nicht alles an Sam schicken. Was ist, wenn die Sam in Gewalt haben und er schickt alles, was er findet? Per Handy? Das wäre irgendwie nicht so smart. Okay, mal sehen, was er dazu sagt. Hörst du? Das sieht fast aus. Ja. Was tust du? Du hast doch Fotos gemacht. Halt mal. Also, Averys Rekruten haben ja damals wohl keine Smartphones gehabt. Na, wahrscheinlich nicht. Also wären sie nur so auf den nächsten Hinweis gekommen. Das sind Hinweise. Ja, pass auf. Voila. Ho, ho, ho. Okay, das sind wohl Fassadwinde. Ja, und das sieht aus wie Breitengrade. Und ich schätze, wir packen mal wieder unsere Taschen, Kumpel. Was? Rodeus Quad Licentia. Nein, nein, das kann nicht sein. Was meinst du? Oh Gott, so offensichtlich. Nicht? Warum habe ich das nicht eher erkannt? Scheiße, jetzt spuckst du einfach raus. Wovon zum Teufel sprichst nein, du? Nein, warte mal.
Sam, hast du die Fotos? Was habe ich gesagt? Sieh mal an. Da denke ich, ich rufe Sullivan an. Und wer hebt dann ab? Wie geht's dir, Nate? Hey, Rafe. Ist eine Weile her. Woher hast du die Nummer? Hast du sie auf einem Bierdeckel gefunden? Schön wär's. Das hätte mich nur ein paar Gläser rumgekostet. Nein, nein. Ich habe ein Batzen Geld bezahlt, um euch zu finden. Ja. Ich hoffe, du hast nicht zu viel in dieses Avery-Ding gesteckt. Da gibt's harte Konkurrenz. Ja, du hast dich ziemlich clever angestellt. Aber am Ende zählt ganz allein, wer Averys Schatz zuerst kriegt. Aha, das klingt wie eine Wette. Hey, Nate, du weißt, ich stehe auf Wetten. Nur meine Partnerin. Tja, sie bevorzugt die Vermeidung unnötiger Risiken. Wow, Rafe Adler hat die Zügel nicht mehr in der Hand. Die Zeiten haben sich geändert. Hör zu, Nate. Ich mach dir ein einmaliges Angebot. Du lässt die Sache sein. Gehst heim, lebst dein Leben. Alles ist vergeben und vergessen. Wegen der alten Zeiten. Ja, so verlockend das auch klingt, Rafe. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht der Typ, der aufgibt, wenn er gerade gewinnt. Okay. Rodeus Court Licentia. Für Gott und Freiheit. Echt nette Bilder, Nate. Guter Aufbau. Du hast uns gehackt. Du hast mein Kreuz geklaut. Hör zu, Nate. Wenn du halb so schlau bist, wie du selbst glaubst, akzeptierst du jetzt. Wie sieht's aus? Hör zu, es war wirklich nett, mit dir zu plaudern, aber ich hab grad noch einen Anruf. Gut, Nate. Nur noch eins. Nate! Was? Dir ist doch klar, dass eure Telefone auch GPS haben, oder? Wir sehen uns dann, Kumpel. Oh oh. Shit. Lass mich raten, Kerle mit Waffen sind hierher unterwegs. Sam, für Gott und Freiheit. Nathan, weißt du, was das bedeutet? Sam, hör mir zu. Weg von der Straße, sofort. Zerstör dein Telefon. Was ist denn los? Ich weiß, wo wir sind. Du musst dich sofort verstecken. Sam? Sam! Verdammt. Hey. Ich kauf dir Neues. Oh oh. Na, ich hab ja gesagt, ich will Ballerei, ne? Was man will, das kriegt man auch. Das ist Sams Turm. Auf jeden Fall ist das Sams Turm. Komm schon. Hier lang. Ach, Norton. Du tolles Programm. Moment, ich muss gerade einem Programm sagen, es soll mich in Ruhe lassen. Silent Mode aktivieren für einen Tag. Dankeschön. So. Verzeihung. Muss Sully hin? Ich habe gerade nicht zum Spiel geguckt. Wie lange dauert es wohl, bis Rafe hier ist? Wir sollten jedenfalls nicht auf ihn warten. Sorry, Mann. Komm, hier runter, Nate. Nate, pass auf!